Frühjahr 2021. 100.000 russische Soldaten formieren sich entlang der ukrainischen Grenze. Es ist der größte militärische Aufmarsch seit Beginn des Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ukrainische Streitkräfte kämpfen gegen pro-russische Separatisten, die mit Hilfe von russischen Waffen die Donbass-Region im Osten der Ukraine kontrollieren. Die öffentliche Infrastruktur ist zerstört. Seit 2014 verloren über 14.000 Menschen ihr Leben. Es ist Europas fast vergessener Krieg. Ein blutiger Konflikt, den der russische Präsident Wladimir Putin im April 2021 weiter anheizt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hofft auf Unterstützung aus dem Westen. Deutschland und Frankreich bemühen sich um Vermittlung. Die Länder Osteuropas sind alarmiert. Die EU ist gespalten. Während die einen für Diplomatie plädieren, argumentieren die anderen, dass Putin wenig Interesse an Gesprächen hat. Es gibt auf der europäischen Ebene, auf der Ebene der EU, noch keine wirkliche durchdachte Strategie, wie man mit Russland umgeht. Es wird befürchtet, dass Putin mit der Einmischung in der Ukraine vor allem seinen Machtbereich behaupten und die Einheit des Westens schwächen will. Pour Wladimir Putin, Geopolitik und Wirtschaft, darum geht es Wladimir Putin. Er hat keinen Respekt vor niemandem. Die Ukraine, ehemals Teil der Sowjetunion, bedroht durch Putins Revanchismus. Wir müssen damit rechnen, dass Präsident Putin a. wortbrüchig wird, dass er nicht entlang der Regeln spielt und dass er bereit ist, militärische Gewalt einzusetzen. Wir müssen uns an einen Satz von Putin erinnern. Er sagte, wenn ein Kampf unvermeidlich ist, muss er zuerst zuschlagen. Das müssen Sie sich merken. Was auf dem Spiel steht, reicht über die Landesgrenzen der Ukraine hinaus. Russlands Agieren hat nicht weniger ausgelöst als einen neuen Kalten Krieg. Europa erscheint machtlos, diesen zu verhindern. In diesem Film sprechen wir mit Menschen auf der Straße, internationalen Experten und dem Präsidenten der Ukraine selbst. Was hat dieser Krieg mit uns, mit Europa zu tun? Ich bin der Meinung, dass das der dritte Weltkrieg werden könnte. Und Europa, die Länder der Europäischen Union, sie alle würden darunter leiden. Jahre nach der Auflösung der Sowjetunion befindet sich die unabhängige Ukraine in einem Konflikt mit Putins Russland. Kiew will den Krieg beenden. Es wirft Moskau vor, Unruhen auf ukrainischem Staatsgebiet zu schüren. Russland lenkt die Kämpfe in der Ukraine. Aber es ist schwierig, überhaupt über konstruktive Maßnahmen zur Beendigung des Konflikts zu sprechen, wenn Russland leugnet, dass es das tut. Die europäischen Schwergewichte, Deutschland und Frankreich, stehen der Ukraine zur Seite. Aber nicht um jeden Preis. Die einen wollen Geschäfte machen mit Russland. Die Fraktion ist sehr stark in Deutschland. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft ist massiv unterwegs. Es kommt noch etwas weiteres hinzu. Es gibt in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung einen ganz großen Resonanzboden einer gefühlten Nähe zu Russland. Und zwar stärker als zu den USA.
Putin will Russlands Rolle als globale Supermacht erneuern. Er scheint entschlossen, Russlands Einflussbereich auszuweiten. Sagen wir, Russland schluckt die Ukraine, dann macht es das zu einem anderen Russland. Und das ist Kalkül. Russland muss die Ukraine kontrollieren, verdeckt oder offen, um in Europa Einfluss zu haben. Die russischen Militärmanöver an der ukrainischen Grenze im Frühjahr 2021 lösen die Furcht vor einer Eskalation der Spannungen aus. Im Osten der Ukraine, 40 Kilometer entfernt von der russischen Grenze, liegt Charkiw. Die Menschen haben Angst, dass die Stadt in der Schusslinie steht. Als ich das gestern hörte, bekam ich ziemlich Angst. Soweit ich weiß, haben sie Raketen installiert mit einer Reichweite von bis zu 270 Kilometern. Und nach Charkiw sind es von Belgorod aus 45 Kilometer. Wenn wir getroffen werden, dann war es das. Es ist sehr beängstigend, dass uns das alles erreichen könnte. Und wir müssen dann Maßnahmen ergreifen, müssen wegziehen. Keiner weiß, wie es dann weitergehen sollte. Die Ukraine ist gespalten zwischen Westeuropa und Russland. Die Stadt Charkiw ist Ausdruck dieser Spaltung. Hier ist die Verbundenheit mit Russland sehr groß, auch aufgrund von familiären Beziehungen. Die Menschen unterstützen nicht unbedingt Putin, aber sie sind nicht gegen Russland. Entschuldigung, aber wie soll Russland unser Feind sein? Das sind unsere eigenen Leute, wir haben die gleiche Mentalität, die gleichen Wurzeln, die gleiche Geschichte. Ich denke, solange es Putin gibt, wird es keinen Krieg, keine Feindseligkeiten geben. Alles wird gut, solange Putin da ist. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die meines Umfelds. Putin behauptet, die militärischen Maßnahmen entlang der Grenze seien eine Reaktion auf Provokationen der NATO und spricht eine Warnung aus. Die Drahtzieher hinter jeder Provokation, die unsere Sicherheitsinteressen bedroht, werden ihr Handeln so bereuen wie lange nichts mehr. Ich hoffe, dass niemandem in den Sinn kommt, gegenüber Russland die sogenannte rote Linie zu überschreiten. Wo sie verläuft, das werden wir in jedem konkreten Fall selbst entscheiden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky richtet sich direkt an Putin. Er will über den Konflikt sprechen. Herr Putin, ich bin bereit, noch weiter zu gehen und lade Sie zu einem Treffen an einem beliebigen Punkt im ukrainischen Donbass ein, wo Krieg herrscht. Ruhm der Ukraine. Putin lehnt Zelenskys Einladung ab. Die Ukraine solle den Konflikt im Osten mit den Separatisten selbst lösen, nicht mit Moskau. Putin leugnet, dass Russland in den Krieg verwickelt sei. Warum dann das gefährliche Muskelspiel an der Grenze zur Ukraine? Wir sind Nachbarn. Das ist unsere Geografie, unsere Geschichte, unser Leben. Aber ich kann sehr sicher sagen, warum das passiert ist. Zunächst einmal ging es darum, die Stärke des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu prüfen und seine Reaktion zu sehen. Mitte April wendet sich US-Präsident Joe Biden an den russischen Staatschef und lädt ihn zu einem Gespräch ein. Biden will von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen. Putins Strategie geht auf. Er bekommt, was er wollte. Bidens Aufmerksamkeit. Wladimir Putin verdient Anerkennung dafür, dass er derzeit einer der strategischsten und ausdauerndsten Staatschefs in Europa ist. Er weiß, was er will, er ist geduldig und handelt dann. Und er nutzt dabei Schwächen aus, Uneinigkeiten und ergreift sich ihm bietende Gelegenheiten.
Putin kündigt das Ende des Militärmanövers an. Die Truppen ziehen ab. Die unmittelbare Gefahr ist damit abgewendet. Doch Beobachtern zufolge bleibt ein Teil der russischen Militärtechnik vor Ort. Die ukrainischen Streitkräfte sind weiter in Alarmbereitschaft. In Kiew ist die Lage weiter angespannt. Russland ist der Aggressor und das muss überall gehört werden. Das muss jeder wissen. Man hat das Gefühl, die Welt wird von Teenagern regiert. Und zwar in einer sehr pubertären Phase. Es ist wirklich ein Albtraum. Seit seinem Amtsantritt steht der ukrainische Präsident Zelensky enorm unter Druck. Nach 2 Jahren im Amt präsentiert er sich in einem Flugzeughangar mit seiner politischen Vision und zeichnet das Bild eines starken Staatsmannes. Wir sind eingeladen, daran teilzunehmen. Es geht nicht nur um den Bau der Flugzeuge unserer Träume. Es geht um den Aufbau des Landes unserer Träume. Zelensky hat sich auch bereit erklärt, ein Interview zu geben. Der Westen soll verstehen, dass ein Krieg in der Ukraine die Sicherheit Europas bedroht. Zelensky ist kein typischer Präsident. Bis zu seiner Wahl war seine politische Erfahrung rein fiktional. In den 90er Jahren studierte der russischsprachige Zelensky Jura in seiner Heimatstadt Kryvyi Rih im Süden der Ukraine. Ich habe nicht davon geträumt, Anwalt zu werden. Ich habe nicht davon geträumt, Staatsanwalt zu werden. Das wollte ich alles gar nicht. Ich wollte Student sein. Parallel zum Studium haben wir ein kleines Theater aufgebaut. Ein kleines Comedy-Theater. Zelensky lässt die Rechtswissenschaft mit seinem Studienabschluss hinter sich und macht Comedy zu seinem Beruf. 2014 arbeitet er dann an einer neuen Comedy-Serie mit dem Titel Diener des Volkes. Er spielt einen Geschichtslehrer, der überraschend zum Präsidenten gewählt wird, um gegen die Korruption im Land anzukämpfen. Die erste Staffel wird 2015 ausgestrahlt und ein voller Erfolg. Okay, hier bitte stopp. Ja. Gut, lächeln. Kopf hoch, ein bisschen höher, noch ein bisschen. Wow. Der Kronleuchter, ja, der ist schön. Beeindruckend. 8 Millionen Euro. Der erste Präsident kaufte ihn in einer Auktion. Spießer. Die Serie trifft beim ukrainischen Publikum einen Nerv, da sie die korrupte Politik der Ukraine auf die Schippe nimmt, in der Oligarchen das Sagen haben und das Geld regiert. Diese Marmortreppe, aus Italien übrigens, eine Antiquität. Marie Antoinette hat sie schon beschritten. Wohin? Zur Hinrichtung. Die Serie kommt zur richtigen Zeit. Ein Jahr zuvor war der damalige Präsident Viktor Janukowitsch abgesetzt worden, hatte die Öffentlichkeit von dem Ausmaß seines Reichtums und der Veruntreuung von Geldern erfahren. Ihr Vorgänger erliebte Statussymbole. Ja, wow. Der Vogel Janukowitsch? Nein, du bist der Idiot. Funktioniert noch immer. Der Palast, den Janukowitsch sich herrichten ließ, wird zur Kulisse. Hier residiert Zelenskys fiktiver Präsident. Es ist einfach ein riesiges Holzhaus. Das klingt komisch, es überrascht einen aber nicht, wie prunkvoll und teuer es ist. Ich meine, alle wissen, wie viel Geld gestohlen wurde und wofür es verwendet wurde.
how it is used. Die wahre Geschichte, die zu Janukowitschs Absetzung führte, ist alles andere als komisch. Sie führt dazu, dass sich das Verhältnis der beiden Länder zueinander drastisch verändert. Aus den relativ harmonischen Partnern Ukraine und Russland werden Feinde. Im November 2013 stoppt Präsident Janukowitsch die Unterzeichnung eines Handels- und Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union. Ich sagte ihm offen und ehrlich, Viktor, du machst einen großen Fehler. Er antwortete, die ukrainische Regierung sei nach Analyse der Vor- und Nachteile dieses Kurses zu dem Schluss gekommen, es sei für uns, die Ukraine, verfrüht, einen Kurs in Richtung Europa einzuschlagen. Und wir im Orbit des sowjetischen, ich meine russischen Systems bleiben sollten. In Kiew strömen die dem Westen zugewandten Ukrainer und Ukrainerinnen auf die Straße. Janukowitsch soll das Abkommen mit der EU unterschreiben oder zurücktreten. Die Ukraine war 2014, wenn wir uns die Menschen anschauen, die zu diesen Protesten gegangen sind, diese Menschen waren nicht mehr gespalten in Ost und West, sondern die Mehrheit kam natürlich aus dem sehr national orientierten Westen, oder sagen wir nicht die Mehrheit, ein großer Anteil. Putin hatte der Ukraine finanzielle Unterstützung zugesagt, doch die ist bislang ausgeblieben. Die angespannte Stimmung bleibt bestehen. Die Demonstrationen dauern an. Zwischen dem 18. und dem 20. Februar 2014 greifen Sicherheitskräfte die Demonstranten an, die sich im Zentrum von Kiew auf dem Maidanplatz versammelt haben. Mehr als 100 Menschen kommen ums Leben. Das Parlament stimmt daraufhin für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten. Janukowitsch ist gezwungen, das Land zu verlassen. Er flieht nach Russland. Wladimir Putin hatte mit so einem Szenario absolut nicht gerechnet. Er war überzeugt, dass er Janukowitsch an der Macht halten könnte. Regelmäßig hatte er ihm vorgeschlagen, repressiver gegen sein Volk vorzugehen. Nicht alle in der Ukraine unterstützen die Demonstrationen. Putin nutzt die pro-russische Stimmung im Südosten aus. Im März annektiert er völkerrechtswidrig die Krim und nennt dies einen Austritt. Die Annexion der Krim erfolgte kurz nach dem Referendum, bei dem die Einwohner mit überwältigender Mehrheit für die Abspaltung von der Ukraine und den Anschluss an Russland stimmten. Wissen Sie, als die Krim annektiert wurde, waren wir richtig glücklich, weil wir dachten, wir würden auch annektiert werden. Ich, meine Freundin, wir alle dachten, Russland würde uns zurückholen. Viele andere in der Ukraine befürchten, dass Putin genau diesen weiteren Schritt gehen könnte. Sie hätten das Gleiche tun können wie auf der Krim, rein objektiv. Die Ressourcen hätten sie dafür. Der Westen fühlt sich vorgeführt. Für uns war das eine komplett neue Situation, in der der russische Staatschef im Grunde genommen Entscheidungen für das große Land der Ukraine getroffen und um jeden Preis versucht hatte, einen Präsidenten im Amt zu halten. Er ging sofort dazu über, die Krim zu annektieren.
Und nicht nur das. Auch die gesamte Provinz der Krim und Sewastopol, das einen Sonderstatus hat, zu Subjekten der Russischen Föderation zu machen. Als Reaktion auf die Annexion der Krim verhängen die G7-Mitglieder harte Sanktionen gegen Putin und Russland. Man hat ganz eindeutig nicht damit gerechnet, dass der Westen so geschlossen und so entschlossen reagieren würde. Mir ist oft in Russland von führenden Vertretern der russischen Führung die Frage gestellt, warum denn gerade ihr? Ihr müsstet doch verstehen, dass wir uns gedemütigt fühlen. Ihr wart doch selber gedemütigt nach dem Ersten Weltkrieg. Aber das ist überhaupt kein historischer Vergleich. Der historische Vergleich ist, dass gerade ein Land, das eine so schwierige Geschichte hat wie Deutschland, entschlossen für die Aufrechterhaltung des Rechtes eintreten muss. Und deswegen war die klare Botschaft, die gesendet werden musste, hier ist eine rote Linie erreicht. Im April 2014 nehmen die Spannungen zu. In der industriell geprägten und größtenteils russischsprachigen Region Donbass brechen Kämpfe zwischen von Russland unterstützten Separatisten und Regierungstruppen aus. Putin wird vorgeworfen, die Unruhen zu schüren. Zu sagen, ich wäre überrascht, wäre eine Übertreibung. Ich sprach regelmäßig mit Jelzin, hörte zu, was Putin sagte, und sprach mit vielen russischen Funktionären. Sie sagten mir gegenüber immer wieder, die Ukraine war, ist und wird im strategischen Interesse Russlands sein. Das bedeutet, Russland würde niemals eine westliche Positionierung der Ukraine zulassen oder den Kurs eines zivilisierten westlichen demokratischen Prozesses wählen. Der Konflikt eskaliert schnell. Innerhalb weniger Monate werden hunderte ukrainische Soldaten und Freiwillige getötet. Die Separatisten werden mit russischen Waffen beliefert. Russen kämpfen an der Seite der Rebellen. Am 29. August sterben fast 400 Menschen. Mehr als an allen anderen Tagen zuvor. Unter ihnen auch Dmitro, der 26-jährige Bruder dieses Mannes. Er war mein Ein und Alles. Warum? Wir waren nur zu zweit in unserer Familie. Ich und er. Ich vermisse ihn so. Mein Herz blutet, seit er weg ist. Schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich alles an. Wie viele Menschen gestorben sind. Wie viele junge Leute starben. Väter, Kinder. Viele wollen den Donbass verlassen. Ich bin sehr wütend. Mir tut das weh. Ich komme von dort. Meine Stadt ist zerstört. Makijewka ist zu einem Drittel zerstört. Die Schule, auf die ich 9 Jahre ging, ist halb zerstört. Der ganze Block, wo ich aufgewachsen bin, ich meine, beschossene Häuser, zerstört. Und das alles in Makijewka, wo nicht mal viel gekämpft wurde.
Die Auswirkungen des Konflikts reichen weit über die Grenzen der Ukraine hinaus. Im Juli 2014 wird der Passagierflug MH17 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über dem von Separatisten kontrollierten Teil des Donbass abgeschossen. Alle 298 Menschen an Bord sterben. Die Spur führt nach Russland. Die Ermittlungen ergeben, dass die Boeing 777 von einer Bug abgeschossen wurde. Einer Flugabwehrrakete sowjetischer Entwicklung. Der Krieg ist plötzlich nah, macht Schlagzeilen. Russland führt einen verdeckten Krieg auf europäischem Boden, dem EU-Bürger zum Opfer fallen. Zwei Monate zuvor war Petro Poroschenko, Oligarch und ehemaliger Minister der Regierung, mit seinem proeuropäischen Wahlprogramm und seiner Kampfansage gegen die Korruption zum Präsidenten gewählt worden. Er verspricht, die Krim wieder an die Ukraine anzugliedern und den Konflikt im Donbass zu beenden. Frankreich und Deutschland laden die Ukraine und Russland zu Friedensgesprächen ein. Im Februar 2015 unterzeichnen die Parteien das sogenannte Minsker Abkommen in Belarus. Das Abkommen soll der Ukraine ermöglichen, wieder Kontrolle über ihre Grenzen mit Russland zu erlangen. Allerdings erst nach Wahlen in den umkämpften Gebieten. Zudem sieht es eine Änderung der ukrainischen Verfassung vor, die dem besetzten Donbass einen Sonderstatus einräumt. Russland wird im Abkommen trotz klarer Beweise nicht als Kriegspartei genannt. Der französische Präsident Hollande hat in seinen Memoiren sehr bildhaft geschildert, wie der russische Präsident laut geworden ist in den Verhandlungen und dem ukrainischen Präsidenten gedroht habe, dass er die ukrainischen Kräfte zerstören würde, was natürlich der beste Beleg dafür ist, dass Russland dort sehr aktiv war. Und diese Protokolle, wie sie auch genannt werden, wurden buchstäblich mit der Pistole auf der Brust unterschrieben. Russland drohte mit einem Militärmanöver in Debaltseve. Das wurde dann auch durchgeführt. Im Rückblick betrachtet, politikwissenschaftlich am grünen Tisch, würde man sagen, das hätte viel anders aussehen müssen. Da hätte Russland als Kriegspartei dargestellt werden müssen und die Ukraine hätte andere Forderungen erheben dürfen und anderes mehr. Verglichen mit Putin wirkt Poroschenko schwach. Seine Bemühungen um Frieden sind ohne Erfolg. Das Minsker Abkommen wird nicht umgesetzt. Und auch seine Reformpolitik wird in Frage gestellt. Unserer Einschätzung nach tat er die Dinge, die er tun musste. Sie waren das Ergebnis des Drucks der Zivilgesellschaft und der internationalen Gemeinschaft. Ich glaube nicht, dass es ihm jemals ernst war, eine Veränderung des Systems vorzunehmen und die Strukturen zur Korruptionsbekämpfung so zu gestalten, dass sie für ihn und seine Leute zur Bedrohung werden konnten. Und das ist das Ding. Ende 2018 beginnt der Wahlkampf für den nächsten Präsidenten. Poroschenko tritt zur Wiederwahl an. Sein größter Herausforderer ist der politische Außenseiter Volodymyr Zelensky, der Mann, der für seine Fernsehrolle als Präsident berühmt geworden ist. Eine zweite Staffel der Erfolgsserie Diener des Volkes war 2017 ausgestrahlt worden. Und Sie sehen auch in diesen Serien, dass die politische Mächtekonstellation, die dort gezeigt wird, die innenpolitische Machtkonstellation in dem Film, also in der Fiktion, viele Parallelen zur Realität aufweist. In Klammern, Timoschenko, Poroschenko, die werden so nicht genannt, aber es gibt Hinweise, dass sie auch gemeint sein könnten. Im März 2018 geht die Produktionsfirma Quartal 95 einen Schritt weiter. Sie registriert Diener des Volkes als politische Partei. Am Silvesterabend wird der Präsidentschaftskandidat bekannt gegeben.
Liebe Ukrainer, ich verspreche euch, Präsident der Ukraine zu werden, und ich werde mein Versprechen halten. Ich werde Präsident der Ukraine. Lasst es uns gemeinsam angehen. Frohes neues Jahr mit einem neuen Diener des Volkes. Selenskyj ist im Handumdrehen Favorit im Rennen um die Präsidentschaft. Er war eine Art unbeschriebenes Blatt, das jeder mit seinen Hoffnungen und Träumen und allem füllte. Im Gegensatz zu Selenskyjs fiktivem Präsidenten, dessen Wahlkampf durch Crowdfunding finanziert wird, wird die Partei Diener des Volkes vom Besitzer des TV-Senders 1+1 finanziert, dem Medientycoon und Oligarchen Ihor Kolomoyskyj. Er hat gute Gründe für die Absetzung von Petro Poroschenko. Kolomoyskyj behauptet, dieser habe ihn um Milliarden gebracht, als seine Bank verstaatlicht wurde. Selenskyjs Präsidentschaft könnte für ihn vorteilhaft sein. Am 19. April, zwei Tage vor der Stichwahl, liefern sich Präsident Poroschenko und Wolodymyr Selenskyj einen Schlagabtausch im Kiewer Olympiastadion. Der Schauspieler Selenskyj hat das Publikum auf seiner Seite. Ich möchte jetzt niederknien vor jeder Frau, deren Mann nicht von der Front zurückgekehrt ist. Und ich lade sie ein, dasselbe zu tun. Wir müssen den Staat vor ihnen schützen. Sie sind ein Wegbereiter der Oligarchen und eines Oligarchen auf der Flucht. Am 21. April gewinnt Selenskyj mit absoluter Mehrheit die Wahl. Er erhält 73% der Stimmen, Poroschenko 24. Selenskyj war nie Politiker und ist es noch immer nicht. Aber es funktionierte, weil er von mehreren sehr mächtigen Oligarchen in den Medien unterstützt wurde, die seinen Wahlkampf finanzierten. Ihre Medien konzentrierten sich auf Selenskyjs Anti-Poroschenko-Kandidatur. Es scheint paradox. Selenskyj lässt sich ausgerechnet von Oligarchen helfen, während er in der Pose des einfachen Mannes und Kämpfers gegen die Korruption die Wähler überzeugt. Ich habe für Selenskyj gestimmt. Wir wollten Poroschenko nicht mehr. Wir wollten nicht, was wir hatten. Ich sah in Selenskyj zumindest einen Liberalen, auch wenn ich nicht ganz überzeugt war. Einen Mann, dem die Rechte und Freiheiten der Bürger etwas bedeuten. Das haben wir gemeinsam geschafft. Danke an alle. Ich möchte keine pathetische Rede halten. Ich möchte nur Danke sagen. Moskau ist darauf nicht vorbereitet. Putin ist ein Sowjetmensch. Das gilt für die ganze Führung Russlands. Für diese Leute sind freie und offene Wahlen eine mehr als merkwürdige Sache. In seiner Antrittsrede erklärt Selenskyj, seine oberste Pflicht seien der Frieden im Donbass und das Ende des Krieges mit Russland. Seine erste Reise führt ihn nach Brüssel. Er spielt den Staatsmann, in der Hoffnung, seine Gastgeber zu beeindrucken.
Der strategische Kurs der Ukraine, ein vollwertiges Mitglied der EU und der NATO zu werden, der in der Verfassung der Ukraine verankert ist, bleibt unverändert. Die NATO steckt im Dilemma. Würde der Ukraine jetzt der Beitritt gewährt werden, könnte der Bündnisfall eintreten. Die NATO wäre im Krieg mit Russland. Ich bin entschlossen, unserem Engagement für die Allianz neuen Schwung zu verleihen. Die anhaltende bewaffnete russische Aggression bleibt eine große Herausforderung für die euroatlantische Sicherheit. Es ist sehr wichtig. Es ist der Kurs, den das ukrainische Volk gewählt hat. Und wir wollen Teil der Allianz sein. Wir wollen zumindest mit dem Aktionsplan zur Mitgliedschaft starten. Stellen Sie sich vor, die Ukraine wird Mitglied der NATO, wie sie es anstrebt. Das würde bedeuten, dass die NATO an der Südwestgrenze Russlands auftaucht. So gesehen ist das, was mit der Krim passiert ist, natürlich eine Abwehrreaktion Russlands, eine Art Warnung. Seht her, wir, Russland, werden nicht tolerieren, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird. Zurück aus Brüssel wendet sich Selenskyj an Putin via Facebook. Und jetzt möchte ich mich direkt an den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, wenden. Gibt es Gesprächsbedarf? Ja. Lassen Sie uns darüber sprechen, wem die Krim gehört und wer nicht im Donbass sein sollte. Ende Juli 2019 wird ein Gefangenenaustausch und ein Waffenstillstand beschlossen. Selenskyj hat einen vielversprechenden Start hingelegt. Wir müssen mit den einzelnen Schritten des Protokolls von Minsk beginnen. Ich habe das gerade vergessen, unseren Journalisten zu sagen. Ich hoffe, dass wir uns bald im Normandie-Format treffen werden. Wir müssen alle Schritte unternehmen, um diesen schrecklichen Krieg zu beenden. Im Donbass ist Russlands Einfluss allerdings deutlich größer als der von Selenskyj. Wir haben wenig Informationen darüber, was in den besetzten Teilen des Donbass vor sich geht. Aber wir wissen, dass eine ziemliche Gehirnwäsche im Gange ist. Es gibt viele Bilder von Plakaten, die sich auf den Zweiten Weltkrieg beziehen und die lokale Politiker mit Kindern zeigen und sagen, dass sie dieses Gebiet gegen ein bösartiges ukrainisches Regime verteidigen. Putin verteilt auch Pässe im Donbass. In der Russischen Föderation ist das eine gängige Praxis, die Menschen in den besetzten Gebieten zu zwingen, diese Pässe anzunehmen. Oder dadurch sogar die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung zu verändern. Und solche Enklaven mit neuen Russen zu besiedeln. Tatsächlich wurden die Bewohner im besetzten Gebiet von Luhansk und Donetsk oft einfach gezwungen, sich russische Pässe zu besorgen. Ohne diese könnten sie nicht normal leben, keine quasi staatlichen Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ihre Identität bestätigen und so weiter. Wie reagieren Deutschland und Frankreich? Seit 2015 die Umsetzung des Minsker Abkommens gescheitert ist,
scheint der Krieg in der Ukraine in Vergessenheit geraten zu sein. 2019 setzen sich Berlin und Paris erfolgreich dafür ein, dass Russland wieder in den Europarat aufgenommen wird. Russland war nach der Annexion der Krim ausgeschlossen worden. Ich war in der Frage gespalten. Es gab ein starkes Argument von Seiten der russischen NGOs, die gesagt haben, ihr müsst uns den Zugang zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof erhalten. Das ist für uns ein hohes Gut, selbst wenn die Duma inzwischen beschlossen hat, dass die Entscheidungen des Europäischen Menschenrechtshofs gar nicht umgesetzt werden sollen in Russland. Trotzdem ist es für uns von hohem symbolischen Wert, was für Entscheidungen dort gefällt werden. Die Ukraine reagiert mit Wut. Ihr, meine lieben Freunde, die ihr dafür stimmt, werdet euren Platz in der Geschichte finden. Denn ihr gebt Russland die Möglichkeit, weiterzumachen. Es gab Krieg in Tschetschenien, keine Sanktionen des Europarats. Es gab Krieg in Georgien, keine Sanktionen des Europarates. Schließlich Aggression gegen die Ukraine, Sanktionen, 5 Jahre. Und dann, oh sorry, wir sind wieder da. Das zeigt die Schwäche des Westens, nicht in der Lage zu sein, an eigenen Auflagen festzuhalten und nicht bereit zu sein, seine Werte zu verteidigen, indem man Organisationen und Staaten wie Russland gewissermaßen erlaubt, diese Institutionen von innen heraus zu untergraben. Es wird zugelassen, dass sich diese Art von Doppelmoral einschleicht und so die Macht dieser Institutionen schwächt. Im August kündigt Präsident Macron überraschend eine Russland-Reset-Politik an. Le rêve de la France, depuis très longtemps, Frankreich träumt schon sehr lange davon, in Europa die Ausgleichsmacht zwischen Ost und West zu sein. Oder sagen wir mal so, im Kontext der französischen Politik und der wirtschafts- und machtpolitischen Entscheidungen in Europa, die der neue Präsident Macron traf, war Putin für ihn eine wichtige Figur auf dem Schachbrett. Putin était un pion important sur l'échiquier. Die osteuropäischen Nationen sind alarmiert. Mir scheint, dass gerade diese Ängste der ehemaligen Sowjetrepubliken, insbesondere der baltischen Staaten, sehr verständlich sind, weil die Erinnerungen an ihre Wiedereingliederung in die UdSSR noch sehr lebendig sind. Darüber hinaus haben die Ereignisse in der Ostukraine diese Ängste, auch wenn sie bisher noch unwirklich schienen, sicherlich genährt. Die Annexion der Krim, die Vorfälle im Donbass und so weiter. Sie haben diese Ängste verstärkt. Hat die Ukraine Zweifel an Frankreich und Deutschland, kann sie immer noch die Vereinigten Staaten um Unterstützung bitten. Wir haben alles dafür getan, um die Unterstützung der USA für die Ukraine zu verstärken und zu zeigen, dass Russlands Aggression sich nicht lohnt, in der Hoffnung, Präsident Putin zu überzeugen, eine Lösung auszuhandeln. Wir haben das von der vorherigen Regierung verhängte Verbot der Lieferung von tödlichen Waffen an die Ukraine aufgehoben. Und wir haben Panzerabwehrraketen geliefert, die dazu beitrugen, dass sich die Russen ein wenig von der Front zurückziehen und kein weiteres Gebiet mehr einnehmen. Im September 2019 reist Präsident Zelensky zum ersten Mal in die USA, um seine Antrittsrede vor den Vereinten Nationen in New York zu halten.
Aber in der Welt, in der wir heute leben, gibt es nicht mehr den Krieg der anderen. Niemand von Ihnen kann sich sicher fühlen, wenn es einen Krieg in der Ukraine gibt, wenn es einen Krieg in Europa gibt. Doch sein Auftritt wird überschattet von seiner Rolle in einem Skandal um Präsident Donald Trump. Es geht um ein Telefonat zwischen den beiden Männern 2 Monate zuvor, im Juli 2019. Darin fordert Trump die Ukraine auf, die gegen seinen demokratischen Konkurrenten Joe Biden und dessen Sohn Hunter erhobenen Korruptionsvorwürfe zu prüfen. Andernfalls würden US-Hilfen zurückgehalten. Als Präsident Trump 400 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine einfror, angeblich um den Staatschef wegen eines persönlichen Gefallens unter Druck zu setzen, wurden die Ukrainer nervös. Der Anruf von Trump war unerhört. Unerhört. Und es war ja nicht nur ein hässlicher Anruf, sondern es war dahinter eine reale und für die Ukraine überaus gefährliche Drohkulisse, nämlich es werden, wenn ich mich richtig erinnere, 400 Millionen nicht freigegeben an militärischer Ausrüstung, die die Ukraine dringlichst brauchte. Nach dem Telefonat wird Präsident Zelensky von Trumps innerem Kreis unter Druck gesetzt, eine öffentliche Erklärung abzugeben, dass die Ukraine gegen Joe Biden ermitteln werde. Ich bin sehr froh, dass das Telefonat mit Präsident Trump stattfand. Im September erscheinen in der Presse Berichte über Trumps Forderung nach einer Untersuchung im Gegenzug für US-Hilfsleistungen. Unter wachsendem Druck veröffentlicht Trump ein Transkript des Telefonats mit Zelensky. Die Demokraten im Kongress leiten sofort ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ein. Danke an alle. Wir sind hier mit dem Präsidenten der Ukraine, der mich noch berühmter gemacht hat. Am 25. September, nach seiner Rede vor der UN-Vollversammlung, trifft Zelensky erstmals seinen amerikanischen Amtskollegen. Präsident Zelensky, fühlten Sie sich von Trump unter Druck gesetzt, gegen Joe Biden und Hunter Biden zu ermitteln? Tut mir leid, aber ich möchte mich nicht in eine demokratische, offene Wahl der USA einmischen. Klar, wir hatten ein gutes Gespräch. Es war alles normal. Wir haben über viele Dinge gesprochen. Und ich denke, Sie haben es gelesen, niemand hat mich gedrängt. Mit anderen Worten, kein Druck. Doch da ist noch etwas anderes in dem Telefonat, das Aufmerksamkeit erregt. Zelensky stimmte Trump 1000-prozentig zu, dass Deutschland und Frankreich so gut wie nichts getan hätten, um der Ukraine zu helfen. Und das, obwohl die EU seit 2014 Sanktionen gegen Russland verhängt und der Ukraine Entwicklungshilfe leistet. Niemand, und schon gar nicht die Ukraine, kann auch nur eine Sekunde lang glauben, dass Europa, Frankreich und Deutschland nichts für die Ukraine getan haben. Ganz im Gegenteil. Wir wissen nicht, was im Jahr 2014 passiert wäre, wenn die Europäer nicht da gewesen wären. Wir wissen nicht, wie weit Wladimir Putin gegangen wäre. Die ukrainische Seite ist frustriert, dass sie so behandelt wurde, als wären beide Seiten gleichermaßen schuld. Sehr selten hört man deutsche oder französische Diplomaten, die klarstellen, dass die Hauptschuld bei Russland liegt und dass Russland die Kämpfe in der Ostukraine lenkt. Zelensky bemüht sich um Aussöhnung mit den EU-Partnern. Ich danke allen europäischen Ländern, die uns helfen. Wir wollen noch mehr, aber ich merke, dass wir nur gemeinsam, mit Amerika und der EU, nur gemeinsam können wir den Krieg beenden. Und Sie wissen, dass wir bereit sind. Thank you.
Zelenskys erste Begegnung mit Trump war ein Affront. Ich fand eigentlich die Antwort von Zelensky eher unangenehm, weil er mir leid getan hat. Er hat mir wirklich leid getan. Ja, es war nicht schön, dann faktisch auch noch den Kotau zu machen, und zwar zu Lasten Dritter. Überaus unschön. Aber ich würde sagen, der Skandal kam aus Washington. Trumps Amtsenthebungsverfahren gefährdet das Verhältnis der Ukraine zu den Vereinigten Staaten. Was also geschah, ist, dass die US-Innenpolitik durch das versuchte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump explodierte und die Ukraine nicht länger ein Anliegen der nationalen Sicherheit der Außenpolitik war, sondern zu einer Spielfigur wurde. Ein Mittel, um gegen den Präsidenten oder die Demokraten vorzugehen. Erst eine Krise an der ukrainischen Grenze, Putins Militärmanöver im Frühjahr 2021, setzt die Ukraine an die Spitze der politischen Agenda des neuen Präsidenten Joe Biden. Die USA und Europa sind gezwungen, sich erneut mit ihrer Beziehung zu Russland auseinanderzusetzen. Sind sie Verbündete der Ukraine oder spielen sie Putin in die Hände? Und Zelensky? Kann er für Frieden in seinem Land sorgen? Oder bleibt die Ukraine ein Spielball der Ost-West-Politik? Ich bin beunruhigt. Mehr Truppen, mehr Ausrüstung in der Nähe unserer Grenzen. Auf jeden Fall genug Anlass zur Sorge. Seit Anfang 2014, seit Beginn des Krieges im Donbass, seit dem Beginn der russischen Annexion der Krim ist die Sorge berechtigt, dass es jederzeit zu einer Eskalation kommen kann.